Stefan, vielen Dank für die Anmoderation und nochmal vielen Dank, dass ihr heute da seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und ich will euch in den nächsten knapp 20 Minuten einige Gedanken und Impulse dazu mitgeben, wie wir die Zukunft mit mehr Leichtigkeit gestalten können, auch strukturiert vorgehen können, andere mitnehmen können und, wenn wir die Dinge umsetzen, auch mehr Einfluss und ja, auch mehr Verdienst haben können. Und deswegen lasst uns gleich mal starten mit einer Formel, die Timothy Galloway, das ist ein amerikanischer Sportpädagoge, vor vielen Jahren entworfen hat. Und er war da sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs weltweit. Und die Formel, die er entworfen hat, lautet: Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und als ich diese Formel vor einigen Jahren zum ersten Mal gehört habe, da fand ich die sehr, sehr spannend und habe diese Formel jetzt ein bisschen abgeändert, ein Stück weit modelliert und eine Zukunftsformel daraus gemacht. Und die Zukunftsformel lautet: Die Zukunftsergebnisse oder auch deine Zukunftswirkung ist dein persönliches Potenzial minus Störfaktor. Und wenn wir diese Formel uns mal genauer angucken, dann geht es nicht unbedingt immer um das Potenzial. Viele sagen, er muss dein Potenzial entfalten. Ja, da ist was dran. Aber es ist intelligent, auch mal drauf zu gucken, was sind denn Störfaktoren, mit denen wir teilweise auch unbewusst unser Potenzial einschränken und somit natürlich das massive Auswirkungen auf unsere Zukunftsergebnisse, aber auch auf unsere Zukunftswirkung hat. Und ich will euch drei dieser Störfaktoren heute ein Stück weit näher bringen, die mir immer wieder begegnen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Und die Frage an euch: Wer will diese drei Störfaktoren denn näher kennenlernen? Ja, okay, dann lasst uns mal starten. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch kann einen Marathon laufen? Also wer einen Marathon laufen kann, einfach mal bitte Hand heben. Okay, da bleiben jetzt viele Hände. Und die Yvonne hat die Hand oben, okay. Thomas hat die Hand oben, wunderbar. Diese Frage, wer von euch kann einen Marathon laufen, ist mir vor einigen Jahren in einem Seminar gestellt worden. Wir waren circa 40 Teilnehmer. Es ging nicht um Marathon, sondern es ging um andere Themen. Und von diesen 40 haben zwei die Hand gehoben. Ich war nicht dabei. Ich war zwar sportlich aktiv zu dieser Zeit, war Fußballer, hatte eine laufintensive Position, ich war Torwart. Und das Maximale, was ich bis dahin gelaufen bin, waren circa 10 Kilometer. Also war für mich klar, Marathon geht nicht. Und der Referent schaut dann in die Runde, guckt sich um und sagt: Interessant, dass sich bei dieser Frage nur zwei von 40 melden, denn jeder von euch, wenn ihr nicht körperlich eingeschränkt seid, wenn ihr nicht irgendwo verletzt seid, könnt ihr einen Marathon laufen. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht: Von was spricht der? Spinnt der? Und dann hat er aber die Schraube noch stärker gedreht und hat gesagt: Denn als ich euch die Frage gestellt habe, wer kann einen Marathon laufen, sind bei euch Gedanken hochgekommen. Marathon über 42 Kilometer, vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, schaffe ich nicht. Aber davon war überhaupt nicht die Rede. Es geht nur darum, ob ihr einen laufen könnt. Und wenn der 8, 10 oder 12 Stunden dauert, dann ist es auch völlig okay. Und wisst ihr, was passiert ist? Hat er dann gesagt: Ihr habt euch schon vorher aus dem Lauf genommen, bevor ihr überhaupt an den Start gegangen seid. Denkt mal drüber nach, denn das passiert nicht nur bei einem Marathon, sondern bei vielen Themen unseres täglichen Lebens. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war für mich so ein Schlüsselmoment. Diese Sätze, die haben so richtig in mir Wirkung erzeugt. Und ich habe mir das genauer angeguckt und 1,5 Jahre nach diesem Seminar bin ich dann am 13. Juni 2010 meinen ersten Marathon gelaufen. Und ich habe mir dann gedacht: Wie lange habe ich mich selbst in einem Gedankengefängnis eingesperrt? Das war so ein Störfaktor. Und es betrifft ja nicht nur einen Marathon, sondern das betrifft ja viele Lebensthemen. Wie oft höre ich: Ja, was willst du mit 50 Jahren schon noch Neues aufbauen? Oder auch: Ich kann meinen Kunden das Produkt doch nicht teurer verkaufen. Oder auch: Boah, aktive Empfehlungen zu bekommen, es ist echt verdammt schwer. Und diese drei Punkte sind eine Vielzahl von Überzeugungen, mit denen sich Menschen selbst in ein Gedankengefängnis einsperren. Wer von euch kennt solche Menschen, die so oder so ähnlich einfach auch mit Überzeugungen durch die Welt gehen und sich dadurch selbst limitieren? Viele, ja genau. Wir limitieren uns selbst, wir machen uns kleiner, wir sabotieren uns auch.
Und für mich bedeutet das, das ist ein Störfaktor. Das ist ein Störfaktor des Gedankengefängnisses. Und ich glaube, es ist wichtig, mal zu erkennen, dass jeder von uns sein eigenes Limit ist. Jeder von uns hat die Chance, aus diesem Gedankengefängnis sich zu befreien, wenn uns das bewusst ist, zu den verschiedensten Themen, die uns jeden Tag auf dem beruflichen, aber auch auf diesem persönlichen Spielfeld begegnen. Und ich stelle mir häufig die Frage, was wäre denn in Zukunft möglich? Welche Ergebnisse könnten wir auf den verschiedensten Bereichen in Zukunft erreichen? Welche Ergebnisse könnten Mitarbeiter in Unternehmen erreichen, wenn wir diese Gitterstäbe des Gedankengefängnisses selbst durchtrennen? Dadurch mehr Potenzial und neue Ressourcen damit gewinnen. Und ich will euch hier mal eine Idee mitgeben, wie es uns gelingt, solchen störenden Gedanken, einschränkenden Gedanken und Überzeugungen, diesen Gitterstäben näher zu kommen, beziehungsweise diese zu durchtrennen. Wie können wir uns selbst aus diesem Gefängnis der Gedanken denn führen? Ich gebe euch eine Idee mit, das sind 5 Fragen, die wir uns selbst stellen können. Wenn wir merken, hoppla, hier in dem Bereich, da begrenze ich mich selbst. Die erste Frage ist, ja, warum denke ich überhaupt so über diese Situation, wie ich denke? Die zweite Frage, ja, woher kommt denn überhaupt mein Denken? Von wem habe ich das eventuell auch unbewusst übernommen? Und was wird mir jetzt durch diese Frage klarer? Die dritte Frage, die wir uns stellen können, welche Denk- und Überzeugungskosten zahle ich denn für diese Überzeugung, für dieses Denken? Sowohl emotional, aber auch finanziell. Und was wird mich das langfristig auch kosten? Die vierte Frage, welches neues Chancendenken würde sich denn ergeben, wenn ich mir diese Möglichkeiten, diese Lösungen ein Stück weit offener angucke? Wenn ich mal bereit bin, mein Denken in eine andere Richtung auszurichten? Wenn ich bereit bin, ein Stück weit meinen Überzeugungskanal zu öffnen? Was wäre denn da möglich? Und die letzte Frage, wie könnte denn eine neue, stärkende Überzeugung lauten? Und was kann ich tun, um diese Überzeugung immer wieder auch bestätigt zu bekommen? Das sind jetzt 5 Fragen, die uns helfen, in dem Moment, wenn wir merken, wir sind in so einem Gefängnis der Gedanken, die uns helfen, diese Gitterstäbe anzusägen, ein Stück weit mehr aus diesem Gefängnis herauszukommen und dadurch wieder neue Möglichkeiten zu erschaffen. Denn wie heißt es so schön im Club der toten Dichter, für mich ein ganz, ganz toller Film, wenn du glaubst, etwas zu wissen, lohnt es sich, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Und diese neue Perspektive geben wir uns, wenn wir bereit sind, uns wirklich mal ehrlich diese Fragen zu stellen, ehrlich diese Fragen zu beantworten und dadurch neue Sichtweisen auf bestimmte Situationen zu bekommen. Das ist ein wesentlicher Punkt, der auf unsere Zukunftsergebnisse und Zukunftswirkung einzahlt. Was ist noch ein starker Faktor? Was brauchen wir noch, um in der Zukunft gute Ergebnisse und gute Wirkung zu erzeugen? Aus meiner Sicht ist es Energie. Ich glaube, die Ergebnisse in der Zukunft haben maßgeblich auch damit zu tun, mit welcher Energie wir im Hier und Jetzt diese Ergebnisse gestalten. Und das Spannende ist, ich hatte heute am frühen Nachmittag ein Coaching mit jemandem, der eine gehobene Position hat. Und wir beginnen dieses Coaching und er sagt zu mir, Jürgen, lass uns heute bitte über das Thema Energie sprechen, weil ich merke, ich habe die vergangenen Tage und Wochen einfach zu viel Energielöcher und ich komme nicht so in die Umsetzung, wie ich mir das gerne wünschen würde. Also wenn ich im Hier und Jetzt nicht in die Umsetzung komme, weil mir Energie fehlt, hat es Einfluss natürlich auch auf die Zukunft, auf die Ergebnisse und auch auf die Wirkung. Und ich glaube, dieses Thema Energie ist auch für uns wichtig, uns das bewusst zu machen. Denn unsere Potenziale brauchen Energie, um wirklich mit Leben erfüllt zu werden. Doch die spannende Frage ist, wie schaffen wir es denn, eine gute Qualität, aber auch eine gute Quantität an Energie zu erzeugen? Und da gibt es sicherlich einige Facetten, die wir hier berücksichtigen können. Aber ich will euch heute mal einen Gedanken mitgeben. Weil wenn es um das Thema Energie geht, dann sind wir auch bei den menschlichen und emotionalen Grundbedürfnissen. Und ich will euch mal die 6 wichtigsten emotionalen menschlichen Grundbedürfnisse vorstellen und euch auch einen Gedanken mitgeben, wie ihr für euch erkennen könnt, wie diese Grundbedürfnisse derzeit bei euch ausgeprägt sind
Und ob ihr hier jetzt Ressourcen erkennt, in Zukunft euch in bestimmten Grundbedürfnissen ein Stück weit wieder besser führen zu können. Lasst uns also mal gucken, welche 6 Grundbedürfnisse gibt es denn grundsätzlich? Es gibt das Bedürfnis der Sicherheit. Das 2. Bedürfnis Abwechslung oder auch Unsicherheit. Das 3. Bedürfnis Wachstum und Erfolg, je nachdem, wie du auch Erfolg für dich natürlich persönlich definierst. Das Grundbedürfnis der Bedeutsamkeit, das Grundbedürfnis der Verbundenheit und das Grundbedürfnis der Liebe. Das sind so 6 wesentliche Grundbedürfnisse, emotionale Grundbedürfnisse, die wir alle so in uns tragen. Aber das Spannende ist, bei den meisten Menschen ist es so, dass 1 oder 2 dieser Grundbedürfnisse noch stärker einfach auch in den Mittelpunkt gestellt sind, die einfach noch eine stärkere Wirkung erzeugen. Und ich lade dich gerne mal ein, für dich zu gucken aus diesen 6 Grundbedürfnissen, was sind denn deine 2 wichtigsten Grundbedürfnisse? Und die werden wahrscheinlich bei jedem von euch ein bisschen unterschiedlich aussehen, auch in der Kombination unterschiedlich sein. Bei mir sind die 2 wichtigsten zum Beispiel Wachstum und Erfolg und Bedeutsamkeit. Das sind meine 2 wichtigsten Grundbedürfnisse. Und wenn ihr diese 2 wichtigsten Grundbedürfnisse für euch mal gefunden habt, auch in den Abgleich geht, dann guckt mal, wie sind diese 2 wichtigen Grundbedürfnisse denn momentan bei euch erfüllt? Da kannst du gerne eine Skala von 1 bis 10 machen und mal ehrlich beleuchten, wie ist dieses Grundbedürfnis, zum Beispiel Wachstum und Erfolg, momentan für mich wirklich auch erfüllt? Und wenn du nicht im oberen Bereich bist, sondern irgendwo in der Mitte oder vielleicht im unteren Bereich, dann frage dich, was kannst du tun, um den nächsten Schritt zu gehen, dass du hier auf dieser Skala wieder nach oben kommst? Denn meine Erfahrung ist, und das merke ich auch immer, wenn ich Menschen und Klienten begleite oder auch mit Menschen in Firmen oder in offenen Seminaren arbeite, je besser wir diese menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt haben, vor allen Dingen die uns wichtigen Grundbedürfnisse, desto mehr zahlt das auch auf unser Energiekonto ein. Und je mehr Energie wir haben, desto mehr Potenzial können wir freisetzen und desto besser wirkt sich das natürlich wieder auf die Ergebnisse und auf die Zukunftserlebnisse und auf die Zukunftswirkung aus. Und deswegen ist es auch so ein wichtiger Punkt, wirklich da mal zu gucken, mit diesen Grundbedürfnissen ehrlich zu sein, aber auch gleichzeitig dieses Bewusstsein zu erhöhen. Wie sieht es da bei mir aus? Was brauche ich und wie kann ich mich selbst dorthin wieder stärker führen? Weil das natürlich sich auch auf die Energie auswirkt. Und wie heißt es so schön? Erzeugen wir eine hohe Synergie? Ist das auch, oder eine hohe Energie hat es auch mit einer hohen Synergie zu tun. Und das war dieser Störfaktor Nummer 2, Energiemangel. Und so eine Idee, ein Impuls, wie ihr diesen Energiemangel auf die Schliche kommt und zumindest einen Ansatz in euren Grundbedürfnissen findet. Ja, und ich hatte ja von 3 Störfaktoren gesprochen und deswegen lasst uns jetzt zum 3. Störfaktor kommen. Könnt ihr euch noch erinnern an den 15. März 2020? Es war ein Montag. Ich kann mich noch erinnern, am Wochenende zuvor hätte ich Seminar gehabt, das haben wir abgesagt, weil das Thema Corona so quasi ins Rollen kam. Und hier bei uns war dann Lockdown, Schule geschlossen, also komplett eine Situation, die wir uns so schwierig haben vorstellen können. Und vielleicht hattet ihr im vergangenen Jahr am 15. März 2020 auch Pläne für die nächsten Monate, für vielleicht die nächsten 1, 2 Jahre. Und wenn er zurückblickt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Plan sich nicht so oder vielleicht auch komplett anders dann hat gestalten lassen. Und wenn wir das so hernehmen, dann ist das natürlich eine extreme Situation. Aber es ist nicht so, dass selten so ein Weg richtig gerade läuft in die Zukunft mit dem, was wir uns vorstellen. Häufig ist es doch so, dass auch so Herausforderungen oder Hürden uns begegnen. Doch die entscheidende Frage ist doch dann, wie führen wir uns selbst, wenn solche Situationen auftreten? Und da merke ich immer wieder, dass wenn solche Situationen auftreten, viele Menschen häufig auch unbewusst so in den Widerstand gehen. Also wir wollen das, was jetzt da ist, nicht wahrhaben. Wir möchten das gerne weghaben. Aber letztendlich geht es immer darum, dass wir erkennen dürfen, Widerstand führt immer dazu, dass das, was wir nicht haben möchten, sogar noch verstärkt wird. Gedanken, die wir nicht haben wollen, verstärken sich. Und wenn wir zu sehr in den Widerstand gehen, dann macht uns das auch innerlich müde und nimmt uns Vitalität.
Und um Zukunft zu gestalten, brauchen wir Vitalität und Energie. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein Störfaktor. Ein Störfaktor, dass wir teilweise unbewusst nicht intelligent mit solchen Situationen umgehen. Aber was ist dann die Möglichkeit, wie wir uns in diesen Momenten besser führen können? Akzeptanz. Akzeptanz ist hier für mich der Schlüssel. Und Vorsicht, das heißt nicht, dass ich diese Situation, die jetzt da ist, gut finde. Aber es gilt, diese Situation mal zu akzeptieren. Als einen Teil jetzt von dem zu sehen, der mir begegnet. Glück ist immer die Folge von Akzeptanz. Und wenn wir das verstehen, dann können wir hier auch dieses Gesetz der Polarität mit reinnehmen, das so schön heißt, nichts ist ohne sein Gegenteil wahr. Und vielleicht würden wir uns heute nicht in diesem Rahmen treffen, wenn wir diese Situation, die wir momentan haben, so nicht gehabt hätten. Vielleicht wäre manches nicht entstanden in den letzten Monaten, auch bei euch, das durch diese Situation neu entstanden ist, wo neue Möglichkeiten, neue Ideen, neue Chancen dadurch entstanden sind. Und es gibt auch hier für mich so einen Dreierschritt, was wir tun können, bewusst tun können, wie wir uns bewusst führen können, wenn solche Herausforderungen und schwierigen Situationen auftreten, mit denen wir eventuell auch nicht rechnen. Und dieses Self-Leadership bei schwierigen Situationen heißt Akzeptanz. Akzeptanz bedeutet, ich weiß, das, was mir jetzt begegnet, macht mich stärker. Alles, was dich stresst, alles, was dich nervt, ist in Wirklichkeit für dich. Denn es gibt dir die Chance, als Persönlichkeit zu wachsen und dadurch stärker zu werden. Und deswegen ist der erste Schritt Akzeptanz. Schritt Nummer zwei, annehmen. Mit einer innerlichen Stärke neu ausrichten. Das bedeutet annehmen. Und Schritt Nummer drei, neu gestalten mit dem Bewusstsein, jetzt bin ich stärker und jetzt gestalte ich meinen neuen Weg. Und das sind diese drei Schritte, die wir bewusst durchführen können, uns innerlich anders ausrichten und somit andere Möglichkeiten erzeugen. Denn die spannende Frage ist doch immer, führt uns das Außen, führt uns die Situation, führt uns diese Herausforderung oder führen wir diese Situation, diese Herausforderung oder das Außen? Und das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied, ob wir uns führen lassen oder ob wir uns selbst wirklich bewusst führen und uns bewusst ausrichten. Und wenn wir diese drei Störfaktoren in Zukunft stärker berücksichtigen, also dieses raus aus dem Gefängnis der Gedanken wirklich mal bewusst zu erkennen, wo kann ich mich wie befreien? Störfaktor Nummer zwei, Energiemangel. Stärker auch die Grundbedürfnisse mal in Betracht zu ziehen, um zu gucken, wie bin ich ausgerichtet? Und Störfaktor drei, nicht in Widerstand gehen gegen Situationen, die jetzt herausfordernd sind, sondern Akzeptanz, Annahme und dadurch jetzt neu gestalten zu können, dann bin ich mir sicher, setzen wir mehr Potenzial frei, weil wir uns selbst in einen besseren mental-emotionalen Zustand führen. Und dieser Zustand dafür sorgt, dass Ergebnisse sich anders zeigen und wir dadurch als Persönlichkeit gewinnen. Denn ich bin überzeugt, besondere Zukunftsergebnisse folgen immer unserem mental- und emotionalen Zustand. Und wenn wir das stärker zukünftig wieder im Bewusstsein haben, dann können wir, denke ich, Ressourcen besser einsetzen, dann können wir andere Ergebnisse auch zukünftig gestalten, besondere Erlebnisse für uns und auch für andere schaffen. Und wir sollten immer daran denken, auf unserem täglichen Spielfeld des Lebens, wenn es um unsere innere Aufstellung geht, da geht noch was. Und immer die Offenheit haben, in uns wieder Neues zu entdecken und dadurch als Persönlichkeit zu gewinnen und als Persönlichkeit auch aktiv die Zukunft zu gestalten. Und das wünsche ich Ihnen, eine gute und aktive Zukunftsgestaltung, weiterhin viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und vor allen Dingen die Ressourcen nutzen zu können, die wirklich in uns liegen. Vielen Dank.